Ich bin das leuchtende Heilfeuer. Ich bin die Magie und die Allmacht und trage den Stab der Magie und das Buch des magischen Wissens in meinen Händen. Mit einem Lächeln blicke ich zu dir und du erkennst Merlin. So spreche ich heute zu dir, wie ich schon so oft zu dir gesprochen habe und jedes Wort wird dich erreichen, wenn du es erlaubst. Jedes Wort, was ich spreche, trägt die Kraft des Schöpfergeistes und trägt die Kraft der Magie. So entsteht ein Klangteppich, des Heilfeuers, welches ich mit jedem Wort entzünde. Es ist die besondere Energie, welche ich in mir trage. Und welche du vielleicht schon kennst. Wenn du möchtest, dann komme zu mir. Gebe deinen inneren Helfern die Erlaubnis, heute zu Merlin zu reisen. Es wird geschehen, wenn du den Fokus auf deine inneren Helfer richtest und dann nehme einen tiefen Atemzug und schon befindest du dich neben mir. Neben mir am Rande des Waldes, des mystischen Waldes von Avalon. Auf der kleinen Wiese, wo du mich schon einmal getroffen hast. Denn dort sitze ich manchmal am Baum und genieße die bunten Blumen, die ganz bestimmte Energie dieses Platzes. Und so lade ich dich ein, dich zu mir zu setzen. Und auch einmal zu fühlen und wahrzunehmen, wie die Energie hier ist
denn es ist eine besondere Energie heute. Diese besondere Energie zieht sehr viele Engel an. Und vielleicht spürst du, wie sich schon sehr viele Engel versammelt haben. Du hast jetzt gleich die Möglichkeit, deinen Geistführer zu erkennen. Denn gerade jetzt, in diesem Moment, wirst du ihn ganz besonders fühlen. Dein Geistführer kann jeder Engel sein. Selbst ich kann es sein. Und so gebe dich den Energien hin und vielleicht kannst du ja mit deinem dritten Auge etwas erkennen oder fühlen, eine Energie fühlen oder vielleicht sogar einen Namen wahrnehmen. Jetzt in diesem Moment tritt dein Geistführer vor dich hin und schaut dir direkt in dein Herz und deine Seele. Denn er weiß, warum er bei dir ist. Es steht in deiner Seele geschrieben, welche Aufgaben er für dich vollziehen wird. So heiße ihn willkommen und stelle dich an seine Seite. Du hast jetzt Gelegenheit, deinen Geistführer zu fühlen und dich, wenn du möchtest, mit ihm auszutauschen. Wenn du magst, darfst du dich auch bedanken für die wundervolle Begleitung, dafür, dass dein Geistführer für dich da ist. Denn er tut es aus tiefer Liebe zu dir und wird dich mit seinen Energien und Attributen unterstützen in bestimmten Situationen deines Lebens.
damit du durch diese Situationen leichter hindurchgehen kannst. Dafür ist er da. Und wenn du nun über diese kleine Wiese schaust und die Wiesenblumen betrachtest, kannst du einen sanften Schimmer erkennen, einen zarten Pastellton. Dieser Pastellton ist eine Energie, und diese Energie sagt dir, alles ist gut. Du bist mit deinem Geistführer verbunden. Vertraue. Mein allerliebstes hohes Licht. Und wenn du bereit bist, dann frage deine inneren Helfer, dass sie dich wieder zurückbringen. Es geschieht wie von ganz allein. Doch du hast nun einen engen Kontakt zu deinem Geistführer bekommen, ganz egal, wie du ihn wahrgenommen hast. Ob du ihn gefühlt oder gespürt oder gesehen hast, oder ob du vielleicht nur weißt, dass er da ist. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du weißt, dass es geschah. Und so habe ich mit Freude für dich gewirkt. Du triffst mich, wenn du mich suchst, auf dieser wunderschönen Wiese mit dem zarten Pastellton, welche dir immer wieder sagt, alles ist gut, wir sind bei dir. An Anaschana.